Ja, moin zusammen und willkommen zurück zu der Geistfrei GmbH. So, wir sollten weiter gucken. Ne? Wir brauchen, was brauchen wir eigentlich alles? Den ba Schlüssel zum Wein-Dings da. Okay, ich würde gerne nochmal mit ihr sprechen. Hallo, na? Charlene? Ja, Charlie? Haben Sie geistig ausgewöhnt? Man mag mich nicht, Sie bezahlen daraus. Sie Ja. sehen bezaubernd aus. Oh, vielen Dank. Ja, wirklich. Dabei bin ich überhaupt nicht ungeschminkt. Die Haare, sehen Sie mal. Ja, wir brauchen diese Blüte, Ach, ne? na ja, ein bisschen Werk vielleicht. Aber Ihre Sch Hihi. Das haben wir alles schon Ich gehe gehört. zurück auf die Jagd. Ja, Das ist es schnappen nicht. Sie sich ihn. Ja, Ich muss noch nein. etwas warten, bis die Wäsche fertig ist. Sollte eigentlich gleich soweit sein. Was poltert da eigentlich so? Nee, warte mal, Lichtschalter. Charlie, was Ja? soll denn den Dr. Bachelor oder Wilbur denken, wenn einer von den beiden zufällig hier reinkommt und uns zusammen im Dunkeln sieht? Sie haben recht, Charlene. Lassen Sie uns warten, bis beide schlafen. Okay, cool. Ja, krass. Okay, ich gehe noch mal nach oben. Was können wir machen? Hier können wir nicht rein, ne? Entschuldigen Sie, Nein. aber Sie haben da drin nichts zu suchen. Ich spreche noch mal mit dem Geist. Ich hätte noch eine Idee. Vielleicht geht er sich die Hände waschen. Ach so, und wir müssen auch noch mal gucken, was wir hier mit dem Dachbodenfenster machen. Gnubbel! Na? Haben Sie mein Tagebuch dabei? Noch nicht. Ich arbeite dran. Nichts weiter. Toll. Okay, Dachbodenfenster. Kann ich hier denn irgendwas Ich rauszwillen? fummle da besser nicht dran herum. Doof. Das geht nicht. Das hat ja jetzt irgendwie gar nichts gebracht, ne? Kann ich da irgendwas Keine mitmachen? gute Idee. Nee. Was mache ich also? Okay, wir lenken ihn kurz ab. Sie wünschen? Service Ich bräuchte Fall. noch einmal kurz. Und wozu? Wozu? Weil ich muss gerade sehr regeln. Da steht, wie man sie einstellt für ein paar Geister, da steht man, wie sie an. Der Inhalt inspiriert mich und ich muss gerade sehr kreativ sein. Ich verstehe. Bitte warten Sie da drüben, während ich es hole. Geht hier? Nein. Das wissen wir schon mal. Jetzt könnte ich hier irgendwas machen, aber ich weiß bedauerlicherweise nicht was. Nee. Besser nicht. Kann ich irgendwas mit der Pflanze machen? Zerschneiden ist keine Lösung. Oh, okay, ist schon vorbei. Gehen Sie bitte darüber. Tja. Nun. So, jetzt haben wir einen kurzen Augenblick Zeit, um da reinzugehen. Die Frage ist nur, bringt das was? Ich könnte mal versuchen. Ja, ich könnte mal versuchen. Ja, genau, das hast du toll gemacht. Die Ölflasche da was Ich reinzumachen. möchte es nicht einseifen. Ach, schade. Ich hatte gehofft, dass wir die Seife mit dem Öl verwechseln könnten und dann seine Fingerabdrücke sehen. Das scheint wohl nicht der Fall. Kann ich hier irgendwas Das drum muss nicht machen? gewaschen werden. Du? Das muss nicht gewaschen werden. Auch nicht. Schade. Oh, warte mal, können wir die Badewanne einölen? Das wäre fies, ich weiß. Aber geht das? Das bringt hier nichts. Auch schade. Irgendwas sauber Ich will es nicht machen? kaputt machen. Apropos kaputt machen? Den fasse ich nicht noch einmal an. Ach, schade. Kann ich hier irgendwas Hier ist es hell runterkratzen? genug. Na gut. Na gut. Too bad, too bad. Hier, das Ding kann doch Damit bekomme ich alles. den Kleiderschrank nicht auf. Da gibt Verstehe. es nichts zum Aufschrauben. Und was machen wir mit der Suppenschüssel? Kann ich die kaputt machen? Das habe ich wohl noch nicht richtig durchdacht. Kann ich da irgendwas rein Es gibt tippen? keinen Grund, das Öl in die Suppenschüssel zu füllen. Das sagst du doch nur so. Ich möchte jetzt keine Suppe kochen. Nein, wer möchte das schon? Okay, einen Versuch gebe ich ihm noch hier. Lucky, Lucky. Ah, die Monika Lina. Ihre Augen und ihr Lächeln sind einfach bezaubernd. Ich könnte sie mir stundenlang anschauen. Okay, also du sagst Augen Es passiert nichts, wenn ich da drauf drücke. und Lächeln. Es passiert nichts. Bezaubernde Augen. Einfach wow.
bezauberndes Lächeln. Einfach wow. Amethystion, ne? Ich tippe ihr nicht auf die Gemalt Brüste. Gemalt von irgendwem mit einer unleserlichen Handschrift. Kann ich da irgendwas mit machen? Nee. Ich will es nicht kaputt machen. Schon klar. So. Ein Loch hier, ein Loch da. Oh! Das hat funktioniert. Ach was. Okay. Ich kann hier gucken. Gut. Aber was bringt das? Was bringt das? Doch, warte mal, das bringt was. Ja, natürlich bringt das was. Augenblick. So, wir bitten ihn, jetzt kommt er gleich zurück und dann bitten wir ihn einfach nochmal. Lalalala. Bitte sehr, das Serviceheft. Cool. Krass. Aha. Okay, vielen Dank. Sie können es zurückbringen. So. Okay. Und das nicht. Ja, ja, ja. So, jetzt aber hier. Tut mir leid, ich brauche das Serviceheft doch nochmal. Sie wünschen? Ich bräuchte noch einen. Und wozu, wenn ich... Da steht, wenn man sie einschaltet. Da steht, wie man sie einschaltet. Was man als Geisterkammerjäger nicht alles wissen muss. Nicht wahr? Bitte warten Sie da drüben, während ich es hole. Natürlich, sehr gerne. So, er geht da rein. Warte, ich nehme an, wir müssen schnell werden, ne? Augenblick, wir müssen schnell werden. Löcher, gucken. 7-3. Irgendwann merke ich mir das. Vielleicht. Die Schüssel. Ah, die Monika Lina. Ihre Augen sind so bezaubernd. Als wären sie echt. Oh meine Güte. Irgendwas mit 7-3. Okay. Gut. Gehen Sie bitte darüber. Nur wir müssen ihn irgendwie da wegkriegen, ne? Wir müssen... Ja, piep. Okay. Wir müssen ihn nur irgendwie hier wegbekommen. Oh. Bitte sehr, das Serviceheft. Das ging jetzt aber schnell. Aha. Okay, vielen Dank. Sie können es zurückbringen. So, ich hoffe, er bleibt jetzt ein bisschen länger weg. Nein, bleibt er nicht. Was? Oh. Bitte entschuldigen Sie mich. Die Arbeit ruft. Ah, der Trigger ist gesetzt, nicht wahr? So, dann lass mal gucken. Ich nehme an, es ist etwas mehr als nur 7-3, ne? Aha, so. Auf der Unterseite der Suppenschüssel steht eine Nummer. 855-373, kann ich mir das merken? 855-373, 855-373, 855-373. 855-373. Yeah. Es geht weiter. Sesam, öffne dich. So. Bulimie-Patient. Was? Alter. So ein Skelett hätte ich in Dr. Bachelors Arbeitszimmer nicht vermutet. Puh, zum Glück nur aus Plastik. Kannst du irgendwas davon mitnehmen? Was soll ich mit einem Skelett? Ich habe Hank. Der ist genauso steif. Ah ja. Okay, da kommen wir nicht dran. Kräuterbuch, das nehme ich auf jeden Fall mit. Küchenkräuterwurzelwerk Kräuterkrams. Empfohlen von Galpi, dem Fernsehkoch. Der haut wohl alles, was in seinem Sumpf wächst, in den Kochtopf. Was soll's? Ich nehme es mal mit. Ja, wir müssen ja herausfinden, wie dieses eine Ding da funktioniert, ne? Also, was sie damit meinte. Das sind Bücher über vegane Ernährung. Wissen für Hohlköppe. Giftpflanzen identifizieren durch Probieren. So werden sie ein guter Koch. Symptome einer Pflanzenallergie erkennen und behandeln. Und, Schatz, ich gehe auf die Jagd. Pflanzliche Nahrungsmittel aus der Natur. Irgendwas, was du mitnehmen kannst? Die anderen Bücher interessieren mich nicht. Okay, gut. Zettelspießer. Rechnung, 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 Kassenbon. Und noch ein Kassenbon. Rechnung von einem Umzugsunternehmen, Visitenkarte von einem Immobilienmakler, ausgeschnittene Werbeanzeige der Geistfrei GmbH, Coupon über 10% Preisnachlass auf Wachkatzennahrung und diverse Zettel mit Telefonnummern. Ich wüsste nicht, was ich mit dem ganzen Kram soll. Bist du sicher? Bist du sicher? Den Spießer können wir Rechnung, gut gebrauchen. Oh, und nichts weiter. Und noch ein Kasten. Nein, okay, schon gut. Und diverse, ich wüsste nicht. Ja, okay. Die Schreibmaschine. Ein bisschen moderner hätte ich Dr. Bachelor schon eingeschätzt.
aber er scheint wohl auf dieses altmodische Zeug zu stehen. Nun, er hat ja das Ding übernommen, also. Es ist kein Papier eingespannt. Okay, kann ich diesen Zettel da kurz mal einspannen? Ich habe keinen Grund, den Werbeflyer zu verändern. Na schön. Den Schreibtisch. Das ist ein großer, stabiler und hochwertiger Schreibtisch. Irgendwas Interessantes? Sieh an, ein Stapel selbstklebende Etiketten. Ich nehme sie mal mit. Okay. Gut, Klebeetiketten. Irgendwas hier? Ein hochwertiger Chefsessel. Chefsessel sind nur für Chefs. Ich bin nur ein einfacher Angestellter. Was kann ich mit den Klebeetiketten dann machen? Ein ganzer Haufen leerer Klebeetiketten. Ja, weiß ich noch nicht. Und eine Pflanze. Eine grüne Pflanze. Ich habe zwar keine Ahnung von Gestrüpp, aber die in unserem Büro ist um einiges schöner. So, können wir sie bestimmen? Mal schauen. Das Kräuterbuch ist das eine Jagdhornlilie. Hier steht, sie ist eine wichtige Zutat bei der Zubereitung von Pfannkuchen und erhielt ihren Namen durch ihre außergewöhnliche Blätterform. Für Berthas Bolognese-Soße ist sie also nichts. Es funktioniert. Es funktioniert. Ist hier sonst noch was drin? Da ist nichts mehr drin, das ich gebrauchen könnte. Okay. Gut. Ich bräuchte also einen Zettel, wenn ich hier weitermachen will. Da geht's einfach noch raus. Nix. Und den Bulimie-Patienten brauche ich jetzt vermutlich nicht mehr. Oh doch, warte mal. So. Was haben wir da denn? Meine Finger sind zu dick, um sie in den schmalen Spalt zu kriegen. Okay. Habe ich irgendwas, Ich will es nicht... Nee, die Zettel? Sie sind nicht stabil genug, um das Geheimfach offen zu halten. Der Spalt ist viel zu schmal. So kriege ich das Geheimfach nicht auf. Der Spalt ist viel zu schmal. So kriege ich das Geheimfach nicht auf. Schade, wie kann ich das denn jetzt machen? Brauche ich doch den Spießer? Rechnung. Nein. Ausgeschnitten und diverse Zettel. Ich wüsste nicht, was ich... Okay, das funktioniert nicht. Pflanze, wie kriege ich denn das Ding auf? Einölen? Das bringt mich nicht weiter. Ich habe es befürchtet. Kann ich erstmal mit einem Streichholz dann rumfummeln? Sehr schön. Die Streichhölzer sollten nun verhindern, dass das Geheimfach wieder zufällt. Okay, das hat tatsächlich funktioniert. Kann ich mit der Schere da dran rumfummeln? Das bringt nichts. Okay, mit dem Schrauben. Das bringt nichts. Warum nicht? Versuch's doch wenigstens. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Mist. Okay. Was nehme ich denn jetzt mal? Kannst du das aus Lass es besser so, wie es... Okay. Das Gummi? Das Gummifleisch? Ich schieße nicht einfach so in die Gegend. Ich lasse es besser so... Weiß ich nicht, mit einer Papierseite? Das habe ich wohl noch nicht richtig durchdacht. Dann weiß ich es auch nicht. Okay, das Geheimfach bleibt jetzt so, aber ich habe nichts dabei, dem... Nee. Das muss nicht... Ja. Das bringt nichts. Ich hatte gehofft, hiermit irgendwie... Das bringt nichts, wenn ich wie ein Irrer planlos mit dem Schraubenschlüssel herumfuchtel. Ja, schade, ich muss wohl nochmal zurückkommen, ne? Bulimie-Patient. So ein Skelett hätte ich in Dr. Puh, zum Glück nur aus Plastik. Ja. Muss ich damit noch etwas machen? Dieses Gespräch wäre sinnlos. Das denke ich auch. Nee. Ach so, vielleicht. Da ist doch ein Gewinde unten dran. Ja, guck mal. Okay, und jetzt kann ich es rein. Er hat es gleich in die Wand gebohrt. Okay, na klar, wieso nicht? Was haben wir hier? Tagebuch. Das ist das Tagebuch. Technische Zeichnungen, Formeln, Tabellen, nochmal Formeln, Diagramme, Kritzeleien und Kaffeeflecke zwischendurch lockern den trockenen Schreibstil aber etwas auf. Das mag ich. Ansonsten sieht das Buch ziemlich benutzt aus und ist vom ausgebeulten Buchdeckel abgesehen auch sehr hochwertig verarbeitet. Okay, was steht denn da? Mein Tagebuch und Ideenbüchlein. Dieses Büchlein gehört Knubbel, das ist der da oben. Bitte zurückgeben. Danke. Memo an mich selbst. Nicht den geheimen Schlüssel zum Labor vergessen. Projekt 1. Mechanischer... Die Ameisen selbst replizieren zum Garten umgraben. Ach ja, Aufwand klein, schwer kontrollierbar. Das ist bestimmt nicht gut. Projekt 2. Wachroboter. Idee. Kompliziert? Ja.
Ausbau zu einer Geisterfalle möglich. Gute Idee. Vollautomatische Falle. Komponente woher? Wohin mit dem nötigen Einsatztrichter? Einklappbar. Könnte gehen. Sperrig. Er hat die Geisterfalle entwickelt. Okay, mehr ist da nicht drin. Okay. Ja, kann ich hiermit noch was machen? Nö. Das Geheimfach ist leer. Okay, dann gehen wir mal zurück und geben ihm das Buch. Piep. So. Ah, das macht er schon von alleine. Gut. Komme ich denn jetzt wieder rein? Problemlos. Super. Okay. So, hallo. Guck mal, ich habe hier dein Tagebuch. Wie sieht's aus? Haben Sie mein Tagebuch gefunden? Jo. Ja, hier ist es. Sehr schön. Behalten Sie es erstmal. Was? Möchten Sie immer noch, dass ich in dieses komische Dings da steige, das nicht funktioniert? Sie meinen den Ghostmaster? Genau, den Ghostmaster. So war der Deal. Nein, aber Sie müssen... Boah. Allerdings da oben ist der Eingang, also hopp hopp. Ja, ich bestehe da drauf. Allerdings da oben, nein, aber Sie müssen bei uns ja als Maskottchen anfangen. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das hier was wird, ne? Oder? So war der Deal. Ich hole das Tagebuch und Sie steigen in die Falle. Also, hopp hopp. Interessiert es Sie denn gar nicht, warum gerade Sie mein Tagebuch aus dem Geheimfach holen sollten? Ich hätte es mir auch theoretisch selbst aus meinem Geheimfach holen können. Nein, interessiert mich nicht. Gehen Sie endlich in die Falle. Ich will nach Hause. Oh ja, ich würde liebend gerne erfahren. Ja klar, warum eigentlich nicht? Oh ja, ich würde liebend gerne erfahren, warum ich die ganzen Strapazen auf mich genommen habe. Okay, ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich zu Lebzeiten Erfinder war. Und hauptsächlich habe ich mich mit Geistern beschäftigt und wie man die lästigen Störenfriede endgültig loswerden kann. Interessant, dass Sie sich selbst als Störenfried bezeichnen. Anwesende sind natürlich ausgenommen. Natürlich. Ich habe also nach langer Forschungsarbeit eine Geisterfalle gebaut, mit der es möglich ist, Geister nicht nur zu fangen, sondern auch vollständig und völlig vollautomatisch zu vernichten. Na, das ist doch fantastisch. Die Geister sind endgültig weg und die zentrale Sammelstelle für paranormale Altlasten hat keine Lagerkosten. Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn sich meine Freude in Grenzen hält. Das hat nämlich was mit meiner derzeitigen gesundheitlichen Lage zu tun. Ach ja, ich vergaß. Okay, wo ist sie? Warum nerven Sie eigentlich mit dem Kratzer? Warum soll die mich? Ich hoffe, wir können alles fragen. Wo ist denn diese ultimative Geisterfalle? Der Zentralcomputer, der den Prototypen steuert und die Konstruktionspläne sind in meinem Geheimlabor. Geheimlabor? Und wo ist Ihr Geheimlabor? Charles, es ist ein Geheimlabor. Die Betonung liegt auf geheim. Natürlich. Okay. Warum nerven Sie eigentlich nachts Dr. Bachelor mit Ihrem Gekratz und Gepolter? Wie oft soll ich das noch sagen? Das bin ich nicht. Wer denn dann? Vielleicht ein anderer Geist? Nein, das kann nicht sein. Meine Geisterfalle arbeitet selbstständig und eliminiert jeden Geist, der in ihrer Sichtweite ist. Das ist doch der Grund, warum ich hier die ganze Zeit auf dem Dachboden bin, damit ich von meiner eigenen Erfindung nicht vernichtet werde. Die Präsenz eines anderen Geistes ist durch die Effizienz meiner Geisterfalle sehr unwahrscheinlich. Ich verstehe. Nein, eigentlich nicht. Moment mal, wie meinen Sie das, dass Ihre Geisterfalle selbstständig und effizient arbeitet? Meine Geisterfalle ist ein Roboter. Sie durchsucht ihren Einsatzbereich selbstständig und erkennt und vernichtet alle darin auftauchenden Geister. Einfach, kostengünstig und ohne monströse Hilfe. Klingt doch fantastisch, oder? Habe ich alles selbst konstruiert und gebaut. Nehmen Sie mir es nicht übel, wenn sich meine Freude in Grenzen hält. Es hat nämlich was mit meinem derzeitigen Arbeitsplatz zu tun. Ach ja, ich vergaß. Nee, eigentlich ist das nicht so ein Ding, weil dadurch seine vorherige Aussage mit, hätte sich das Tagebuch auch selber holen können, karikiert wird. Weshalb sollte ich nun für Sie das Tagebuch holen? Sie hätten es doch einfach selbst holen können. Nein, außerhalb des Dachbodens ist es zu gefährlich für mich. Deshalb brauchte ich Sie. Okay. Und wieso ausgerechnet ich? Ich bin Geisterkammerjäger. Ich bin der, der Sie fangen soll. Ja, aber als Sie hier ankamen und die Geisterfalle untersucht haben, sagten Sie, dass Ihnen Geister manchmal irgendwie leid tun. Wie können Sie das gehört haben? Sie vergessen, dass sich Geister unsichtbar machen können. Ich sitze schon sehr lange in diesem Schaukelstuhl und beobachte sie. Naja, wenn man Geister etwas näher kennengelernt hat, sind viele einigermaßen sympathisch. Auf ihre Art und Weise. Sehen Sie, nicht viele haben so eine Auffassung von uns Geistern. Und das habe ich erkannt. Deshalb sollten Sie mein Tagebuch holen. Okay. Wie sind Sie eigentlich in diese missliche Lage gekommen? Sie meinen, wie ich gestorben bin? Genau. Ehrlich gesagt ist es mir ein bisschen unangenehm, darüber zu sprechen. Sagen wir es mal so. Es war ein kleiner Betriebsunfall in meinem Labor, als ich was ausdrucken wollte. Okay, was wollen Sie jetzt mit dem Tagebuch machen? Ja, wie soll es überhaupt weitergehen? Das ist die Frage, ne? Was wollen Sie denn jetzt mit dem Tagebuch machen? Meine Erfindung ist die Zukunft der Geisterjagd. Und es wäre für uns beide fatal, wenn Sie in die Massenproduktion gehen. Ach, wie das? Für mich, weil ich ja nun selbst ein Geist bin und für Sie, weil Ihr Arbeitsplatz dadurch gefährdet wäre. Leuchtet ein. Und was machen wir nun? Es gibt nur eine Möglichkeit.
Wir müssen meine Erfindung und alle Aufzeichnungen darüber zerstören. In Ordnung. Sagen Sie mir, wie ich in Ihr Geheimlabor komme. Sie kriegen den geheimen Zugang zum Labor nur über ein Kennwort auf. Und das ist? Geheim. Toll. Hat er nicht verstanden, ne? Ist es Kennwort? Ist es Kuberts? Nein, geben Sie mal. Ich kriege ohne Sie heraus. Geheim, hat er doch gesagt. Meine Güte, okay, ich probiere mal eins. Ist es geistfrei? Es ist geheim. Okay. Na, wenn Sie es mir nicht sagen wollen, ich kriege es auch schon ohne Sie raus. Er hat es. Jedenfalls brauchen Sie unbedingt noch mein Tagebuch. Da ist nämlich noch ein ganz wichtiger Schlüssel versteckt, ohne den Sie das Schlüsselwort nicht eingeben können. Oh. Es befindet sich... Oh, da kommt jemand. Sie werden den Schlüssel schon finden. Ich verschwinde besser. Bis später. Okay. Dr. Batchelor lässt fragen, wie weit Sie mit der Geisterjagd sind. Waren Sie bereits erfolgreich? Ich? Nein. Ich brauche noch etwas. Der Geist ist ein ziemlich harter Brocken. Ich werde es ausrichten. Puh, das war knapp. Ich mache mich besser erst einmal auf die Suche nach dem Geheimlabor. Da ich Knubbel dich gefangen habe, darf ich mich ja frei im Haus bewegen. Und solange ich hier bin, ist das die einzige Chance, meinen Job und die Existenz vieler guter Geister zu sichern. Mann, oh Mann, was wird Hank nur dazu sagen? Ist das so gut durchdacht? Ich weiß es ja nicht. Okay, aber das hier. Das muss nicht etikettiert. Gut, rostig. Warte mal, wenn der rostig ist. Das braucht kein Piercing. Ich dachte eigentlich eher daran, das Rost frei zu machen, aber okay. Zerschneiden ist keine... Nee, warte, das war es auch nicht so. Das braucht kein Piercing. Das braucht kein Piercing. Schade. Na gut, okay, furchteinflößendes Gummihuhn. Kann ich damit irgendwas machen? Was mache ich mit den Klebeetiketten? Und lass uns hier nochmal reingucken. Technische Zeichnungen, Formeln, Tabellen, nochmal Formeln, Diagramme, Kritzeleien und Kaffeeflecke zwischendurch lockern den trockenen Schreibstil aber etwas auf. Das mag ich. Ansonsten sieht das Buch ziemlich benutzt aus und ist vom ausgebeulten Buchdeckel abgesehen auch sehr hochwertig verarbeitet. Knubbel sagte vorhin, dass in dem Tagebuch ein wichtiger Schlüssel versteckt ist. Richtig. Hier so, ne? Kann ich, aber ich kann nicht da... Ach so, warte mal, doch, ich kann es doch zerschneiden. Moment, so, geht das? Es geht. Was ist das denn? Eine Metallplatte, auf der WI steht. Ah, na klar. Knubbel sagte doch, dass da ein wichtiger Schlüssel versteckt ist. Und das sind die ersten beiden Buchstaben von wichtig. Nein. Jetzt muss ich nur noch die anderen fünf finden. Nein, das gehört zu... Oh. Okay, das gehört zu dem Dings da, zu dem Klavier. Warte, nur ein bisschen. Aber wahrscheinlich müssen wir ihn erst aus dem Raum locken oder so, ne? Kann das sein? Hallo? So, Tachi und dann hier. Ach so, dreh's mal um. Aha, nicht wie wichtig, sondern im. Jetzt passt das auch wieder mit dem Namen. Metallplatte touchen. Irgendwas ist passiert, ne? Die Frage ist nur was. Eine Partitur zu einem... Ja. Irgendwann lerne ich... Muss ich jetzt das Lied spielen? Das ist ein G. G. Herr Stone, ich möchte hier in Ruhe lesen. Sie möchten wirklich nicht, dass ich Ihnen alle meine Monster vorspiele? Um Himmels Willen, nein. Na gut. Wir müssen ihn irgendwie loswerden, ne? Am besten, indem wir erstmal sein Abendessen zustande bekommen. Das wäre eine Idee und ich wette dahinter. Oder das hier geht auf eins von beiden. Na, ihr wollt die Bücherwand, ne? Ja, er braucht sein Abendessen. Okay, Klebeetiketten, Kräuterfibel. Das ist ein guter Ansatz. Wir finden erstmal das richtige Kraut. So, hier zum Beispiel. Was bist du denn eigentlich? Antebrachium happe happehus. Eine der wederischsten, armfressenden Pflanzen, die es gibt. Für Berthas Bolognese-Soße ist sie also nichts. Nee, aber vielleicht kann uns der Gärtner dabei helfen. Also, die loszuwerden oder so. Wir könnten ja einfach nur der Vollständigkeit halber mal gucken, ob das hier funktioniert. Das war mal eine Maxinium Artemisia Idealoso Nonsensis. Aber vielleicht will Bertha für die Soße getrocknete haben. Nein, will sie nicht. No. Okay, kann ich die irgendwie aufpeppeln? Kräuter gießt man gewöhnlich mit Wasser. Nun ist es aber zu spät. Okay, das geht also nicht. Kann ich dich gießen? Ich glaube, das hatte ich schon. Das muss nicht nass gemacht werden. Nein, okay, alles klar. Das hier ist nix. Den weiß ich noch nicht, wie ich den aufbekomme. Okay, probieren wir es mal hier. Da komme ich nicht dran.
Hey, jo. Sie ist ja immer noch da. Okay, hallo. Charlie? Ja, Charlie? Na? Nee, alles gut. Ich geh zurück auf die Jagd. Ja, schnappen Sie sich ihn. Jo. Ich muss noch etwas warten, bis die Wäsche fertig ist. Sollte eigentlich gleich soweit sein. Weil den Strom abstellen können wir nicht, ne? Na gut, also, das ist es nicht. Mal gucken, hier stand da auch noch eine Pflanze. So. Mal schauen. Ah, eine Maximinum Artemisia Edulalosa Nonsensis. Hier steht, sie gibt Nudelgerichten eine herbe Würze. Des Weiteren hilft sie gegen Mundgeruch und kalte Füße. Na, guck mal. Kalte Füße. Vielleicht hätte Lucy Hank nicht vor dem Traualtar stehen lassen, wenn ihr das Grünzeug zum Frühstück ins Müsli gemischt hätte. Wer weiß, wer weiß. Was? Wie dem auch sei. Auf jeden Fall ist das die Pflanze, die Bertha für ihre Bolognese-Soße braucht. Ja, aber das ist super. Ich nehme mal einen kleinen Zweig mit. Ja, ausgezeichnet. Sehr gut. Okay, und wo wir schon hier sind, können wir auch gleich mal zum Gärtner geben, ne? Und irgendwas ist noch da unten. Ich weiß noch nicht, was. Hallo, der ist immer noch auf... Oh, meine Güte, er ist immer noch auf Speed. Ich glaube, ab sofort nenne ich ihn Speedy Koslowski. Ich glaube, seine Gedankengänge sind jetzt durch das ganze Koffein so sprunghaft und wirr, dass ein vernünftiges Gespräch mit ihm nicht möglich wäre. Aber interessant zu hören, was er alles zu tun hat, es aber immer noch nicht getan hat, weil er lieber Zeitung gelesen hat. Okay, vielleicht sollten wir ihm einfach mal das Kräuterbuch nehmen. Herr Koslowski, kennen Sie sich mit Kräutern aus? Was? Nein, nein, weiß ich nichts drüber. Keine Ahnung. Das hilft nicht. Und wenn ich ihm die Gartenschere gebe? Herr Koslowski, vermissen Sie zufällig eine Gartenschere? Oh ja, das tue ich. Wo haben Sie sie gefunden? Die lag im Busch vor der Eingangstür. Sehr schön, sehr schön. Dann kann ich mit meiner Arbeit ja beginnen. Ach. Bin gleich wieder da. Was? Okay. Ja. Aha, genau. Wer es glaubt. Wer weiß. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Kann ich nicht. Dann rennen wir wohl besser hinter ihm her, bevor er noch Unsinn veranstaltet. Oh, er ist schon wieder da. Okay. So, fertig. Was denn? Wie fertig? Loch gebuddelt, Baum gefällt, Hecke gestutzt, armfressende Pflanzen. Ja, sehr gut. Ameisen beseitigt, Blumen gegossen, Rasen gemäht. Und Abendessen war ich auch noch. Was? Ich bin sprachlos. Aber wenigstens scheint er wieder auf einem normalen Level zu sein. Oh, cool. Er hat die Pflanze gekillt. Okay. Oh, hier. Armfressende Pflanze. Ja, sehr schön. Was ist da noch? Chinesische Vase? Die brauche ich im Moment nicht. Was hat es mit der auf sich? Porzellan. Warum sollte ich es da verstecken? Nö, das war eigentlich nicht der Plan, aber ist okay. Sieht nicht so aus, als könnte sie noch gefährlich werden. Gut, vielleicht war es das ja tatsächlich auch. Die waren wir nicht. Hat sich hier was verändert? Nein. Hat sich hier etwas verändert? Nein, okay. Gut, also, erst einmal würde ich ihr gerne etwas Gutes tun. Hallo, guck mal hier. Charlene? Ja. Charlene, ich habe mir gedacht, diese Blume hier würde in ihrem Haar wunderschön aussehen. Es ist sogar die gleiche wie die, die sie in ihrem Haar haben, nur ganz frisch. Oh, Charlie, das ist aber lieb von Ihnen. Oh. Vielen Dank. Sie ist wirklich wunderschön. Ich gehe sie mir sofort ins Haar stecken. Och, das ist ja süß. Wow. Piep, piep, piep. Oh, die Wäsche ist fertig. Ihre Wäsche ist trocken und wird in 5 Sekunden hinausgeschleudert. Bitte halten Sie mindestens 3 Meter Sicherheitsabstand ein. 5, 4. Oh, mein Güte. Boom. 3, 2, 1. Immer diese smarten Trockner, die nicht mal richtig zählen können. Okay, ist klar. Ist denn da irgendwas drin, was ich gebrauchen kann? Wäsche? Müll? Socken, T-Shirts und da... Komm, es ist frisch gewaschen. Es ist schon okay. Taschentuch, Katze, Bonbon, Fernbedienung. Aha, in der einen Hosentasche ist ein kleiner Schlüssel. Ich nehme ihn mal mit. Okay. Eine Katze ist da drin. Kleiner Schlüssel. Ein Schlüssel. Oh, warte mal. Vielleicht haben wir ja Glück und das ist
Es ist der Schlüssel hier zum Weinschrank. Das wäre aber sehr gut. Er ist es. Ja, er ist es. Da steht eine Menge Zeugs aus Glas drin. Wir nehmen die Flasche Rotwein. Ticket. Da wurde wohl schon ein bisschen was von getrunken. Der Korken ist nur lose in den Flaschenhals gesteckt. Okay. Noch etwas? Schranktüren, das nehmen wir nicht mit. Halt, irgendwas mit Schnapsglaspyramide. Ein Schnapsglas nehmen wir auch mit. Noch eins? Na klar. Och, wieso nicht? Ach. Mir reichen die drei. Oh, okay. Na gut. Will da jemand das Hütchenspiel spielen oder wie? Okay, gehen wir mal zurück. Sollten wir vorsichtshalber den Schrank schließen? Ich glaube, ich tue es mal. Ja, ich tue es mal lieber. Okay, so, damit niemand hier Verdacht schöpft, ne? Gut, also, na denn. Gut, ich kann ihr erstmal den... Zeigen Sie mal her. Ja? Sehr schön, in den Topf damit. Gut. Wie, komplett mit dem ganzen Gehölz? Die Maxinium Artemisia idealoso nonsensis soll ja nur etwas mitköcheln, damit sie Aroma abgibt. Wenn die Soße fertig ist, wird sie wieder rausgenommen. Ach so. Naja, die ätherischen Öle werden aber zwischendurch verdampfen, also... Zeigen Sie mal her. Rotwein. Sehr gut, sehr gut. In den Topf damit. Komplett? Nein, die halbe Flasche reicht. Und was ist mit dem Rest? Der ist für meinen Feierabend gedacht. Okay. So, warte mal, aber irgendwas fehlte doch noch, ne? War es nicht der Olivenöl? Das? Rotwein, kein Wasser. Ja, nee, Sonnenblumenöl. Oh, Entschuldigung. Irgendwas mit Sonnenblumen. Sonnenblumen. Puh, wo komme ich denn Sonnenblumen zu dieser Tageszeit her? Und ich könnte das natürlich da drüber kleben. Muss nicht etikettiert werden. Schade. Ich hätte gewettet, das doch. Vertrocknete Kräuter. Können wir irgendwas trocken? Nein. Ich muss zurück an die Arbeit gehen. Viel Erfolg. Kann ich eigentlich irgendwas hier einfrieren? Das Wasser zum Beispiel? Das Wasser ist kalt genug. Oh, okay. Zum Verarbeiten sollte Öl besser nicht gefroren sein. Nee, eigentlich möchte ich auch das... Naja, gut, ich schließe es mal. Okay. Gut, irgendwas mit Gläsern. Da werden gewöhnlich Schnäpse eingeschenkt. So? Da werden nur Sachen reingefüllt, die einem die Kehle wegätzen. Ah, okay. Wir brauchen also Alkohol. Vielleicht ist Alkohol auch eine Möglichkeit, den Typen aus dem Arbeitszimmer wegzubekommen. Aber warte mal. Die Gläser? Kann ich da vielleicht... Die Stoßzähne sitzen ziemlich locker auf dem Elefantenkopf. Ich will sie nicht abbrechen. Das bringt nichts, ne? Ich will es nicht kaputt machen. Das war ehrlich gesagt mein Plan. Aber gut. Tja. Und was nun? Was machen wir denn mit den Gläsern? Wo ist sie überhaupt hin? Warte mal. Wo ist sie überhaupt? Kommen wir hier jetzt rein? Nein, ist immer noch... Abgeschlossen. Abgeschlossen, okay. Ist sie hier? Hallo? Na? Ich sollte nicht hinterherlaufen, ne? Nein, das soll ich bestimmt nicht tun. Okay, aber hier haben wir jetzt schon mal eine Flüssigkeit. Ich möchte es nicht einseifen. Schade. Ich erinnere mich aber auch nicht, an irgendeiner anderen Stelle Alkohol gesehen zu haben. Na gut, aber wie auch immer, heute sind wir ja schon ziemlich weit gekommen. Finde ich gut, finde ich richtig gut. Ja, cool. Jetzt muss ich nur noch irgendwo Sonnenblumenöl herbekommen. Na, wir werden es schon finden. Das machen wir erst beim nächsten Mal. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Tschüss.